Warum meine Töne? Oh, was riecht? Oha! Ich riech an mir beim Dein Blick. Leute, ich bin heute wieder mal mit den Nervigen zusammen. Nervige, stell dich mal vor. Was ist das denn? Na, weg! Jetzt wird erstmal vorgestellt hier. Wer bist du, wo kommst du her und wie heißt deine Mutter? Hallo Leute, ich bin die Julia. Oh Julia, wir sind hier nicht schon wieder bei den anonymen Alkoholikern hier. Du hast gar nicht deine Weihnachtsmütze auf, es knallt gleich. Ich mach Puppentheater. Oh Mann, ganz echt, da will ich deine Videos mal irgendwie spannend machen. So Leute, ich habe heute mal wieder meine lieblingsnervige Julia dabei. Eigentlich heißt sie übrigens Juliane. Das stimmt überhaupt nicht. Doch. Du erzählst hier Lügen, Josef. Sie heißt eigentlich Juliane Eiermann. Deswegen musste sie sich halt auch Julia Beauties nennen, weil Juliane Eiermann klingt gar nicht cool. Leute, seht ihr mal, was wir hier haben. Wir haben ganz, ganz viele Ballons, denn wir haben heute was ganz, ganz Besonderes vor. Oh, ich wollte das Intro ja als Helium starten. Warte, das machen wir noch schnell. Du bist so blöd. Manchmal wünsche ich mir, du wärst oh, mit Julia, halt die Klappe. Und manchmal denke ich, ich kann du sagst nicht. Oh mein Gott, ist das hoch. Ich hab ein bisschen gespuckt. Ja, das ist schon ein bisschen gekracht aus, muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen. Leute, wir drehen heute die ultimative Ballon-Challenge. Habt ihr Bock? Brutal, ich weiß nicht, was wir machen. Also Leute, ich habe hier ganz, ganz viele unterschiedlich großzige Ballons mitgebracht. Und damit machen wir heute ganz coole verschiedene Challenges. Und Julia wird so richtig gleich am Rad drehen, weil sie komplett fertig gleich ist. Es ist gerade schon so spät, normalerweise würde ich jetzt schon schlafen. Es ist 18 Uhr. Julia, es ist so spät. Es wird Zeit für ballonige Abenteuer im Leben der Julia und Josef. Deswegen würde ich sagen, tschüss. Hä? Ja, voll dumm. Okay, Quatsch. Deswegen würde ich sagen, let's go mit dem Video. Also ich würde sagen, am Anfang machen wir wirklich die reine Ballon-Challenge, oder? Was ist denn das? Kennst du nicht diese langen Ballons hier? Ja, doch. Leck mal dran. Nein! Wir haben jetzt hier ganz viele längliche Modellierballons, so heißen die. Und die müssen wir jetzt erstmal in Hülle und Fülle aufpusten. Wir brauchen entweder viele oder... Das ist so nervig, ey. Ich sag ja, Leute, es ist schon sehr, sehr spät. Okay, was machen wir? Also, wir müssen die jetzt erstmal in Hülle und Fülle aufblasen, denn wir brauchen einen Haufen davon. In Hülle und Fülle. Bis zum Ende, da muss noch ein bisschen was übrig bleiben. Oh ja, Julia meinte gerade zu mir, dass sie das schon kann und früher als Hobby betrieben hat. Du warst so eine richtige Öko-Tante wahrscheinlich. Hä, was haben Ballons mit Öko zu tun? Das ist ja wohl das Gegenteil von Öko. Also, du hast auf jeden Fall keine guten Hobbys, wenn das dein Hobby ist. Das hat so Spaß gemacht. Ja, wir müssen halt alle aufpusten, ne? Nee. Doch. Nee, wieso hast du deine Assistentin nicht mitgebracht? Die gibt's doch nicht. Ja, ist mir egal. Und manchmal denke ich, oh Julia, ich kann nicht mehr. Warum denn? Ja, weil ich schwach bin. Weil du den ganzen Tag schon... Es ist so spät, normalerweise wäre ich jetzt schon im Bett. Ja, ich auch. Und warum sitzen wir hier? Wegen mir oder wegen dir? Wollen wir erstmal so viel lassen? Reicht doch auch, ja, oder? Ah, guck mal, das ist schon ein hartes Teil, du. Ja, das sieht super aus. Das ist schon hart, ne? Ich will diese harte. Nimm doch jetzt die harte Nein, Wurst, Nein, ich will Julia. Die harte Wurst. Doch, du nimmst die jetzt. Wir machen mal so eine fliegende Wurst, okay? Ah, stopp! Okay, wollen sie fliegen? Hä? Sie fliegt gar nicht. Hey, Julia. Sie ist viel zu schwer. Ja, weil die Riesenbrustwarze noch viel zu schwer ist. Wir müssen die mehr aufschieben. Das funktioniert nicht. Voll? Sag, wenn es voll ist. Voll. So, und jetzt musst du es zumachen. Hast du zu? Jetzt warte doch mal. Was hast du denn jetzt getan, Julia? Ja, ich hab sie nicht zugekommen. Boah, das ist schon wieder so eine harte Gurke. Aber eine geschälte Gurke. Fühl mal. Und manchmal wünsche ich mir, ich wäre eine Gurke. So klein und grün und ein wenig hart. Hey, wie nervig die ist. Oha, die ist irgendwie schon cool, ne? Naja, ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, würde ich sagen, ne? Wir ziehen jetzt gleich einen Zettel und auf dem Zettel steht drauf, was wir selbst modellieren müssen. Der andere muss es innerhalb von 30 Sekunden erraten. Ja, 30 toll, Sekunden. Dann verkacke ich ja immer, weil du eh nichts errätst. Also wir haben jemanden hinter Kamera, der heißt Lukas. Und Lukas wird uns jetzt gleich die Zeit stoppen. Wollen wir ihn Lukas nennen oder wollen wir ihm noch einen anderen Namen geben? Okay. Wir können dich auch Eiermann nennen. Sag mal hallo, Eiermann. Hi. Ich fang an. Wirklich? Ja. Ja, okay, dann zieh deinen Begriff. Also du hast 30 Sekunden Zeit. Shit, jetzt habe ich Angst. What the fuck? Wer hat das aufgeschrieben? Was soll ich denn jetzt hier machen? Ja, mach doch jetzt einfach ich mal. Ich probier, wie das geht. Nein. 3, 2, 1, go! Okay, erhöhter Schwierigkeitsgrad. Ah! 1. Flamingo. Nein. Oh, schade. Aber ist nicht so weit. Eine Amsel? Nein. Ein Kuckuck? Nein. Ein Specht? Nein. Hä? Lord of Colors. Tukan? Ich sag doch mal, was normal ist. Jedes kleine Kind kennt diesen Vogel. Ach, oh mein Gott. Ja! Boah. Ah!
Oh, oh mein Gott, ich höre nichts mehr. Kannst du mal kurz Stopp machen? Ich weiß aber nicht, wie ich es machen soll. Das weißt du nicht, was du da überhaupt machen willst? Ja, ich weiß auch noch nicht, was ich wie machen will. Ah, Joey, du machst es kaputt. Ja, aber ich weiß ja nicht, was ich anderes machen soll. Du musst. Fast. Das ist scheiße, ich hasse das Spiel. Was ist das? Ja, du musst ja erstmal raten jetzt. Ja, aber ein Schwan. Aber Fleischwurst war schon gut. Das war ein gefülltes Weinblatt. Ich dachte gerade schon, ich habe gefülltes Weinblatt, Alter. Dann nimm doch wenigstens grün. Soweit habe ich nicht gedacht, du Nerviger. Ja, okay, los, nächste Runde. Ich wähle weiße. So. Und los! Ah. Julia! Was denn? Ein Schwert, ein Ritterschwert, eine Impfe. Wirklich? Was? Eine Spritze. Ja. Oh, du Nervige. Das kann nicht dein Ernst hier sein. Die sehen doch so aus. Die ja, ist voll so gut. Oh, ich hasse dich. Schwabschischi. Oh, auch mit deinem Schwabschischi. Okay, ich bin fertig. Hä? Besser wird's nicht. Hä? Also, sorry, aber wenn es so rum gewesen wäre, dann wäre es ja glasklar. Was ist das denn? Eine Palme? Eine Palme. Aber was ist das? Naja, stell dir das einfach so vor. Das ist weg. Ein grüner Becher mit Strohhalm? Fast. Naja, eigentlich nicht. Eine Olive mit Knoblauch drin? Nein, das ist ein Apfel. Und das ist der Stiel, Julia. Ich will noch einen. 3, 2, 1, go. Jamaika. Eine Birne. Oh, Apfel! Oh mein Gott. Ein Apfel. Nein. 15. Eine Palme! Ja! Nein! Nein, du Nervige, das zählt nicht, Julia! Oh, das ist so gemein, eine Palme hätte ich dir auch zaubern können. Ja, aber jetzt, ja auch, aber war nicht gewünscht. Jetzt zeige ich es dir nochmal richtig. So. Ein Kackwurst. Nee, Julia, du machst jetzt mal nicht eine immer Periode. Nur Kackwurst. Nein, keine Periode. Du machst schon wieder einfach nur so. Oh Mann! Kackwurst. Okay, geht noch. Das ist einfach scheiße! Oh, die sind doch viel zu lang. Kackwurst. Oh Mann! Eine Schnecke? Nee, ich brauche mehr Zeit. Eine Rostbratwurst. Ah! Ich kann nicht mehr. So, guck dir das an. Nur das. Nein, Julia, stell es dir in viel, viel kleiner vor. Spiegelei. Welches Spiegelei ist denn außen rot? Jetzt sei mal realistisch, Julia. Guck, was in der Mitte ist. Ist das ein offener Bruch? Nein, komm, das ist ein offener Bruch. Nein. Guck mal, das ist doch den Knochen. Ja, vielleicht ist es ja kein Knochen, sondern was anderes, was gelb ist. Julia, das ist ein Pickel. Mann, ich hasse dich. Hey, es war voll gut. Das war wirklich gut. Und du bist einfach nur dämlich. Ein Pickel. Die versucht mich hier richtig in die Pfanne zu hauen. Du bist so richtig... Nee, da habe ich keine Worte mehr dafür. Oh Mann. Wir spielen jetzt ein anderes Spiel und zwar Pop the Balloon Challenge. Oh nee. Warum nee? Jetzt müssen wir Ballons poppen. Also nicht poppen, wir müssen sie platzen lassen, Julia. Du musst jetzt nichts mit denen haben. Du bist so ein Perversling. Also wir müssen einfach jetzt ein Körperteil ziehen und mit diesem Körperteil müssen wir es dann schaffen, unseren Ballon zum Platzen zu bringen. Du Scheiße. Und pass auf, das hier wird das Finale. Wir müssen den XXL-Ballon poppen. Oh mein Gott. So, wir sind angekommen im Raum der Schande. Ich bin voll excited, jetzt diese Ballons zum Ploppen zu bringen. Zum Ploppen? Ja, ich wollte nicht poppen sagen. Weil du sagst dann wieder irgendwas Perverses. Du hältst es gerade wie so einen fetten Penis in deinen Schritt. Sorry, ich denke ja nicht darüber nach, weil ich habe keinen Penis. Also, der Eiermann hat uns ganz besondere Begriffe in unserer Schatulle vorbereitet. Also, hier stehen Körperteile drin und mit diesen Körperteilen müssen wir es gleich jeweils schaffen, unseren Ballon zum Platzen zu bringen. Finale ist halt, diesen Ballon hier zum Platzen zu bringen. Julia, ich hoffe, du verstehst. Gar kein Problem. Oh, voll. An die Kamera. Ich hoffe, du verstehst, auf was du dich hier gerade eingelassen hast. Oh! Ich würde sagen, ich fange an, weil du hast beim letzten Mal angefangen, oder? Ja. Oh Julia, ich habe richtig gar keinen Bock auf die Scheiße. Ah, Achselhöhle. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oh! Oha! Das war ein bisschen weh im Ohr. Ah, das war aber schon cool. Oh, ihr, guck mal, die ganzen Flederscheißen hier. Oh mein Gott. Wade? Du stößt hundertprozentig so richtig doll mit deiner Ferse auf den Boden und die bricht. So schmerzhaft, kann ich? Ja, mach einfach. Ah! Oha! Hat geklappt. Weiter geht's. Oh, meine Ferse ist so richtig auf dem Boden. Ja, das hab ich gesagt. Kinn? Oh nee, ey, das wird ja richtig mies. Ja. Oh nee. Hey, wie soll ich das jetzt machen? Oh Julia, nee, das ist zu gefährlich. Ah, ich hab so Angst, ich hab so Angst, ich kann das nicht, Julia. Sprech mir mein Gesicht. Kannst das? Oh mein Gott, ich hab mich so erschreckt. Oh mein Gott, dieses Spiel macht mich komplett fertig. Oh mein Gott, ey, ich hab gedacht, du hast dein Kinn gebrochen. Jetzt hat sich mich so schlimm angehört. Alter, wie ich geschrien habe. Das hat sich nicht gesund angehört. Guck mal, was mit meinem Hund passiert ist. Oh
mit der Hand. Oh, nee. Du bist doch scheiße. Du hast Nägel. Das ist viel zu einfach, Julia. Oha. Ich mach nie wieder mit dir Ballon-Challenge. Ja, okay. Mein Auge fängt an zu zucken. Ich bin richtig gestresst gerade. Mund! Nein! 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 Leute, das geht nicht! Oh Mann, Julia! Stell dich so an. Oh, ich kann das nicht. Ich bin so froh, dass du das machen musst. Ich kann wirklich. Das nicht, Julia. 3, 2, 1. Nee, ich kann nicht! Oh mein Gott, war gar nicht schlimm. Ich bin fix und fertig, ey. Du bist dran. Kopf! Also Stirn. Kopf. Kannst auch mit einem Ohr machen, aber würde ich an deiner Stelle nicht machen. Okay, Julia. War schön, mit dir gelebt zu haben. Oh, du dumme Sau. Ah! Ich hab Angst. Du musst das schaffen, ne? Julia, nicht die Hände. Das geht nicht. Mach den Kopf. Ah! Oh! Ich hab damit nicht gerechnet. Das schlimm? Nee, eigentlich nicht. Wow. Bitte mal nett. Kniebeuge. Das hier? Ja, okay, das krieg ich hin. Oh. Oh. Aua! Alter, das hat mich so am Bein getroffen. Echt jetzt? Oh mein Gott, Alter. Oh. Aber war irgendwie cool. Ja, irgendwie war cool, ne? Fuß. Oh, ich hasse sie, ey. Ah, Mann, ich wollte so voll cool sein. Warte, bist du nah bei mir? Ah. Man sieht dich gar nicht. Oberschenkel. So? Ja, wie Bauch. Oh nee, nicht so, Julia. Okay. Hey, damit geht's voll gut. Ja. Ah. Aber damit ist halt nochmal Next Level, ne? Soll ich? Ja. Das war der Riesenballon. Das war der Riesengelbe. Ja, das war ein Zeichen. Ah, nee, ich mach gar nichts mehr. Bauch! Bauch? Nein! Ja, endlich kriegst du mal was Fieses. Oh nee! Ich fühle mich wie bei so. Hat's wehgetan? Nee, ging. Okay, das ist jetzt der allerletzte Zettel. Und das haben wir gesagt, ist mit dem XXL-Ballon. Und ich weiß jetzt schon, was es ist, Julia. Was ist es? Hintern. Her damit. Allerwertester. Oh. Das kann ich nicht, Julia. Das geht nicht. Oh mein Gott. Oh, Julia. Das wird so wehtun. Ich fühle mich jetzt schon, als würde ich in so einer richtigen Kackposition sein. Oh, Julia, kannst du bitte mitmachen? So der Fairness halber. Komm, Oha. Benchen, Benchen. Okay, wollen wir? Ja. Hä, es passiert irgendwie nichts. Ich sitze. Ich sitze. Was soll ich jetzt machen? Ja. Oh, oh, was hab ich mir getan? Oh mein Gott, das ist einfach zu viel für meine Nerven. So doll auf meinen rechten Arschknochen. Mir hat's gar nicht weh getan. Okay, ich krieg jetzt bestimmt voll den blauen Fleck am Arsch. Das tut so weh. Oh, so ein riesen blauer Fleck. Wie verlustig. Oh, das Video hat mich komplett fertig gemacht. Mein Arsch. Mein kleines Herz ist kurz davor zu brechen. Und deswegen würde ich sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt ihm auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben. Ich habe gar keine Luft mehr. Aber wenn ihr sagt, ihr habt immer noch Bock auf mehr Josef und Juliane Action, dann guckt auf jeden Fall mal jetzt hier vorbei oder unter dem Link in der Beschreibung. Denn wir haben ein richtig geiles Video auch auf Julias Kanal gedreht. Willst du nicht auch mal vielleicht irgendwas sagen? Ja, haben wir. Klickt jetzt drauf. Und ja, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, wenn ihr meine Videos für mich sehen wollt. Vergesst nicht, mal vorbeizugucken. Und dann würde ich auch schon wieder sagen, sehen wir uns bald.